ja? Das stimmt. Das ist doch kein Militärwesen. Okay. Natürlich. Ich sie einfach bitten, das Spiel jetzt zu unterlassen, weil natürlich stilles Gedenken ist. Das ist ja. Also alle Militärlieder nicht singen. Genau, das ist untersagt anhand der Allgemeinverfügung, die heute gilt. Oder seit wir packen rein. Genau, wir packen und nicht weiterspielen bitte. Ja? Okay. Alles klar. Kein Schade. Problem. Also Gesetz hören wir. Aber dürfen wir russische Volkslieder singen? Auch russische Volkslieder dürfen wir nicht singen? Eine Allgemeinverfügung gibt es. Wo steht ihr Militärisch nicht dabei? Müsst ihr sagen. Ihr habt nicht dabei? Dann müsst ihr aber vorlegen, gell? Diktatur! Deutsche Diktatur! Braune Diktatur! Wir haben 2022 und nicht 1933. Die Regierung ist braun wie eine Kastanie geworden. Brave Marionette der USA. Von Deutschland ist nichts mehr übrig geblieben. Wir sind 51. Staat der USA geworden. Was halten Sie von Wladimir Putin? Ich wünsche, dass er das alles erreichen kann, was er sich vorgenommen hat. Für mich ist er ein Held. Und er hat sich einen Friedensnobelpreis verdient. Im Gegensatz zu den anderen. Wer Kinderkrankenhäuser bombardiert, hat einen Friedensnobelpreis verdient? Was ist das denn für ein Verständnis? Was hat er bombardiert? Gut, er führt nicht allein den Krieg, wenn wir das Krieg nennen dürfen. Sein Gegner ist die USA. Das heißt, die beiden bombardieren die Kinder. Wer hat in Afghanistan die 50 Bundeswehrsoldaten getötet? Taliban hat nur den Abzug betätigt. Aber die Bundesregierung hat die dort geschickt zum Sterben. 20 Jahre lang. Warum verschiebt man nur den Schuld zu einer Seite? Und nicht zu der anderen Seite? Sind 600.000 Flüchtlinge von der Hand zu weisen? Welche Flüchtlinge meinen Sie? Die nach Berlin gekommen sind zum Beispiel. Welche? Aus welchem Länder? Aus der Ukraine zum Beispiel. Sie müssen hier bleiben, um nicht zu sterben. Ich bin dafür. Aber es geht um diese Diktatur, was die deutsche Regierung treibt. Kaum in den USA was beschlossen, heute wird sofort umgesetzt. So eine braune Marionette gibt es in Europa nicht. Orban, ein kleines Land, nicht mal 8 Millionen Leute, leisten Widerstand. Und diese Kacke hier, diese braune Kastanien, die über uns herrscht, USA ist, USA ist ein anderes Thema, aber Russland zurzeit bewegt uns ja alle. Die Politik wird in Russland, in Washington und Moskau geschmiedet, damit sie wissen. Austragerort Ukraine. Aber die beiden Mächte führen den Krieg. Es geht um die letzte Ressource, die wir haben. In Russland. Wer bekommt diese? USA, China oder Russland? Darum geht es. Alles andere ist Schnuppe. Was wünschen Sie sich persönlich? Ich wünsche mir persönlich, dass der Krieg so schnell wie möglich aufhört. Aber das wollen die USA nicht. Sie liefern immer wieder Waffen, immer wieder Geld, damit noch mehr Menschen sterben von beiden Seiten. Wenige wollen sich den Krieg. Sehr wenige Leute, die davon profitieren. Die Bundesregierung, wie gesagt, ist eine Marionette. Wie eine Nutte auf die Straße. Wer gut bezahlt, da kriegt er was. Runter von der Fahrbahn, der Fahrzeugverkehr ist wieder drin. Einmal runter von der Fahrbahn. Fahrbahn bitte runter. Ja, da! Sehen Sie! Warum machen Sie jetzt nicht? Warum? Wir bedanken uns bei der Berliner Landesregierung. Warum machen Sie nicht mit denen? Warum? Gegen Menschenrechtsaktivisten. Sie haben uns provoziert. Und jetzt kommen Sie mit der Straßenverkehrsordnung. Unglaublicher Skandal, was hier in Berlin abgeht. Schande! Also was sagen Sie dazu? Es ist einfach unglaublich. Wir haben vollkommen friedliche Plakate hier aufgehängt am Zaun. Es ist ein Plakat mit einer Sonnenblume, ein Plakat, wo drauf steht Russians Against War, eins mit der Unterstützung für politische Gefangene und eins mit der Überschrift, wir wollen eine neue Erinnerungskultur. Mit
beziehungsweise drei Plakate mit wir wollen neue Erinnerungskultur. Aber Berlin will angeblich keine neue Erinnerungskultur. Das wurde uns alles verboten. Wir dürfen auf keinen Bezug nehmen. Angeblich, das steht aber nirgendwo drin. Uns wurde auch keine Grundlage genannt. Es ist vollkommen willkürlich. Und die Polizei hat jetzt die Plakate abgenommen, weil sonst würden sie die Versammlung auflösen. Für wen sprechen Sie, was sind Sie von der Organisation? Wir sind Ehrenamtliche von der Initiative Demokratia. Wir sind pro-demokratische russische Staatsbürger, Exilrussen sozusagen. Politische Meinungsäußerung verboten sind. Und jetzt ist ein Offizier mit 4 Sterne rein, der Berliner Polizei, und hat gesagt, die Musik muss abgedreht werden. Das heißt, sage ich, was dürfen wir noch demonstrieren? Kuchenrezepte austauschen und über das Wetter reden? Das ist ein Skandal, was hier abgeht. Und jetzt hat die Polizei begonnen, Plakate zu entfernen. Mit ca. 20, 30 Beamte sind immer aggressiver geworden und haben uns jetzt auch von der Straße weg. Wofür haben Sie demonstriert? Wofür demonstrieren Sie? Natürlich gegen den Ukraine-Krieg, für Menschenrechte, gegen Putin und so weiter. Und es ist ein Skandal, dass die Polizei auf Anweisung der Berliner Landesregierung, Rot-Rot-Grün immerhin, ja, hier Denkzensur, das Demonstrationsrecht total beschneidet und ich wurde jetzt mit Gewalt weggeschliffen. Ich sehe keine Fahne bei Ihnen, wieso wurden Sie weggeschliffen? Weil ich auf der Straße war. Das heißt, die Berliner Polizei schiebt die Straßenverkehrsordnung vor, um Menschen als Aktivisten den Mund zu machen. Das ist ein politischer Skandal. Wie finden Sie, dass es keine Flaggen mitgebracht werden? Das finde ich auch eine Frechheit. Ich sehe das drüben beim Denkmal ein, aber hier ist öffentlicher Raum und die Bahnmeile oder whatever, was die Polizei festlegt, die ist rein willkürlich gezogen und ich sehe das überhaupt nicht ein, dass ich als Menschenrechtsaktivist vom Denkmal sind ja 8 Fahrspuren dazwischen. Das ist für mich öffentlicher Raum, dass ich hier meine Meinung nicht kundgeben darf. Was ist Ihre Meinung zum Putin? Putin ist der Aggressor und es ist ein Skandal, dass die da drüben noch pro Russland demonstrieren dürfen. Die Polizei Berlin war gestern am 8. Mai anlässlich des 77. Jahrestages des Kriegsendes mit rund 1600 Einsatzkräften stadtweit im Einsatz zur Gewährleistung eines würdevollen Gedenkens an unterschiedlichen Orten, aber auch natürlich zur Gewährleistung einer Versammlungslage, die es an diesen Tagen in der Hauptstadt auch immer gibt. Ein Fazit zum gestrigen Tag lässt sich ziehen. Tatsächlich ist mehrheitlich ein würdevolles Gedenken ermöglicht worden, auch durch die Einsatzkräfte, aber auch durch den Erlass einer Allgemeinverfügung, die besagt, dass an 15 Orten in dieser Stadt, die dem Gedenken gewidmet sind, weder ukrainische noch russische Fahnen gestattet sind, militärische Abzeichen, militärische Uniformen, das Abspielen militärischer Musik hat an diesem Ort nicht stattzufinden. Gleichzeitig gilt dieses Verbot natürlich nicht außerhalb dieser räumlich umgrenzten Bereiche. Hier ist all das möglich. Ziel dieser Allgemeinverfügung ist es, tatsächlich das Gedenken an die Toten des Krieges zu wahren, frei natürlich von dem unermesslich tragischen Kriegsgeschehen aktuell in der Ukraine. Am heutigen Tag ist die Polizei Berlin mit rund 1800 Einsatzkräften auch wieder stadtweit im Einsatz. Die Aufgabenstellung ist die gleiche wie die des gestrigen Tages. Wir haben heute 21 Veranstaltungen in dieser Stadt, die sich mehrheitlich dem Gedenken widmen, aber auch Aufzüge und Versammlungen, die wir gewährleisten werden an den unterschiedlichsten Orten. Aktuell befinden wir uns hier auf der Straße des 17. Juni am sowjetischen Ehrenmal. Hier hat es einen Aufzug gegeben vom Brandenburger Tor, Platz des 18. Märzes, hin zum sowjetischen Ehrenmal. Für diesen Aufzug hat es Beschränkungen gegeben, die inhaltlich der Allgemeinverfügung gleichlautend sind. Die Teilnehmenden haben sich daran gehalten. Der Aufzug verlief problemlos. Im Nahbereich gab es dennoch verbale Provokationen pro-russischer Anhänger, pro-ukrainischer Anhänger. Hier hat die Polizei umgehend interveniert, die beiden Parteien trennen können, sodass einem würdevollen Gedenken auch hier an diesem Ort nichts entgegensteht.